Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde Fortnite. Ja, und zwar hat Season 5 ja endlich angefangen und wir schauen uns heute mal die neuen Orte auf der neuen Map an und ja, was sich sonst noch so geändert hat. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Okay Leute, den ersten Ort, den wir uns anschauen, ist passend zum neuen Wikinger-Skin im Battle Pass. Ein Wikinger-Dorf, welches hier auf diesem Berg hier entstanden ist. Ja, das sieht doch eigentlich schon ganz passend zum Wikinger-Thema aus. Das Thema des neuen Battle Pass ist übrigens Dimensionen kollidieren, deswegen finde ich hier das Wikingerdorf eigentlich schon episch. Ich meine, schaut euch das Schiff zum Beispiel mal an. Ich muss außerdem zugeben, ich liebe diesen Wikinger-Skin, ist momentan mein Lieblingsskin aus dem Battle Pass. Hier ist übrigens der Anker, welchen ja schon einige Leute am Ende des letzten Battle Pass-Jahres gefunden haben. Kann man das so sagen? Ich würde sagen, ja, das kann man so durchgehen lassen. Ich würde sagen, wir suchen uns nochmal einen coolen Blick auf das Schiff aus der Distanz und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das geht noch besser, Leute, das geht noch besser. Was haben wir denn hier gefunden? Ja, auf der Map haben sich teilweise noch andere Strukturen gefunden, wie diese Osterinselstatue, welche so aussieht wie das Haus von Thaddäus. Wer das Haus von Thaddäus nicht kennt, Leute, ja, ihr kennt das Haus von Thaddäus. An diesen Statuen und anderen Gebilden können sich auch immer wieder Kisten finden. Ich habe hier zum Beispiel 3 Stück auf einmal gefunden, was ja eigentlich richtig gut ist. Ich meine, wo findet man 3 Kisten auf einmal? Und jetzt pass auf Leute, jetzt habe ich nochmal den ultimativen Blick auf das Wikinger-Schiff. So, genau, in Zeitlupe, richtig episch Leute. Und jetzt gönnt euch nochmal diesen Blick aus der Distanz auf das Wikinger-Schiff. Beste Stelle Leute, das Schiff ist richtig episch. Okay, den nächsten Ort, den wir uns ansehen, ist das neue Wüstengebiet auf der Karte mit dem neuen Ort Paradise Palms. Hier seht ihr das Ganze von oben. Und ja, ich würde sagen, wir landen jetzt erstmal und genau. Es gibt auch eine Oase, eine Tankstelle und. Ist ein riesiges Gebiet, wo es viel zu entdecken gibt, aber wir gönnen uns jetzt erstmal einen ersten kleinen Eindruck. Ich habe sofort eins der neuen Fahrzeuge entdeckt, welche richtig lustig sind, Leute, mit denen kann man richtig viel Blödsinn anstellen. Genau, was ihr hier sofort sieht, man kann die nicht nur alleine benutzen, man kann zu zweit fahren, mit 3, mit 4 Leuten. Was heißt, wenn ihr im Squad oder so unterwegs seid, ja, könnt ihr damit richtig viel Spaß haben. Man kann mit denen, wie ihr seht, ja, Stunts machen, durch die Luft fliegen, aber sie verlieren dabei leider Haltbarkeit. Es wird sogar im Chat angezeigt, wie weit man geflogen ist, wie lange man in der Luft war. Ihr könnt da Wettbewerbe machen, was ultimativ cool ist, Leute. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr sogar Hindernisse zerstören, wie ich leider nicht den Kaktus hier. Genau, erinnert ihr euch noch an die Kartstrecke, die viele, wie ich unter anderem, als Mario Kart bezeichnet haben? Die hat sich auch verändert, sie ist jetzt wirklich zu einer Kartstrecke geworden. Ja, da könnt ihr zum Beispiel dann Wettbewerbe abhalten, wer schneller ist oder keine Ahnung was. Seid einfach kreativ, kreativ Leute, lasst euch was einfallen. So, genau, ich habe hier wieder einen Mate gefunden, mit dem bin ich dann nach, könnt ihr es erkennen? Genau, ich bin nach Dusty Devote gefahren, welches sich auch wieder sehr verändert hat. Ist so grün wie noch nie, das sind Bäume, keine Ahnung wie viel das sind, Leute. Es haben sich Pfützen gebildet, es sieht jetzt aus wie, keine Ahnung was, ein Sumpfgebiet, ein Dschungel, ein Wald. Ach ja, die Map hat sich sehr verändert, Leute, die Map hat sich sehr verändert. Auf was ihr natürlich achten solltet, ist, wenn ihr jemanden mitnimmt und ja, wenn ihr in einem Gefecht seid, dass der nicht AFK ist, Leute. GG, Leute, GG. Okay, den nächsten Ort, den wir uns ansehen, wo wir gerade bei Golfautos waren, ist Lazy Links, was ein Golfplatz darstellen soll. Ja, man erkennt es, erkennt ihr den gemähten Rasen und so. Ist ein Golfplatz, Leute, ist ein Golfplatz. Es gibt übrigens neue Emotes, die habe ich jetzt leider nicht angeschaut, mit denen man Golf spielen kann, Basketball und. Vielleicht schauen wir uns die beim nächsten Mal an. Aber okay, wir landen jetzt erstmal auf dem Golfplatz, welcher unter anderem einen Tennisplatz hat, ein Swimmingpool und. Das heißt, ihr könnt sehr viel Spaß haben in der neuen Season, wenn ihr kreativ seid und ein paar Freunde dabei habt. Aber ich muss jetzt erstmal um mein Überleben laufen, Leute. Ja, das war's dann auch schon wieder. Okay, Leute, wir versuchen zum Schluss nochmal einmal was zu reißen in 50 gegen 50. Wir sind zwar 12 zu 33 in der Unterzahl. Aber hey, schaut doch einfach mal, was jetzt noch passiert.
Okay, Leute, war heute nicht mein Tag, aber ich habe mich nicht versteckt. Wie viele Gegner waren da? Keine Ahnung. Gut, aber es war heute auch keine PvP-Folge. Ich wollte euch nur die neue Map etwas näher bringen und die Änderung. Ich würde sagen, ja, das habe ich ein bisschen geschafft. Hoffe ich zumindest. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.